Wir haben jetzt gerade, Holger hat an der Tabelle rumgeschraubt wieder. Die können wir uns dann ganz kurz anschauen, weil ich sage, du kannst es ganz, ganz schwer ausdrücken. Das kann gewusst werden. Und es ist im Endeffekt geht es nicht um viel Wisserei. Es ist bei jeder Kleinigkeit, wo ich anschaue mit den Worten, wenn du die Grundlagen nicht hast, hast du keine Chance, das zu verstehen. Und wenn du anfängst, wird es das kompliziert und dann wird es wieder extrem einfach, wenn man mal die Grundlagen selber begriffen hat. Ich will das immer an einem Beispiel machen und jetzt bitte ganz aufmerksam zuhören. Ich erspare mir jetzt das ganze Geschwätz. Ich erkläre es bloß dem, der sich das Video ausdenkt. Das sollte mittlerweile sitzen. Ich übertrage mal unseren Bildschirm. Dann, das nützt nichts. Ich muss den mit Ton übertragen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das hinhaut. Und zwar aufbauend, wir haben ja so unendlich viele Videos. Aufbauend auf diesen Video und die 10 größten Mythen der Onkologie. Es ist schlichtweg und alles Lüge. Aber es ist auch Lüge, was er erzählt. Ich gehe mal darauf ein, das Geheimnis ist immer wieder die Sprache. Und wenn ich das jetzt durchspiele, das Denken, dein zeitliches Denken hängt von deinem Bewusstsein ab. Es gibt ja keine chronologische Zeit. Und ich habe jetzt hier, wenn man da oben schon hinschaut, auf diese Tabs, ich habe da einfach nur mal Metastase, Tumor, Teratom, Mutation, Affinität, dann Homo, das sind so Kleinigkeiten, wo man nachschauen kann, das kommt jetzt alles vor. Wir schauen uns jetzt mal das Video an, aber an einer gewissen Stelle. Und was jetzt wichtig ist, Bewusstsein bedeutet, dass dir jeden Moment bewusst ist, was jetzt da ist. Wenn das nicht der Fall ist, bist du schon wieder eingeschlafen. Ja. Und du wirst dich wundern, dass ich immer sage, egal was einer behauptet, es stimmt. Jetzt ist aber, wer behauptet etwas? Kann ein Gedanke von dir was anders denken, wie du denkst, dass er denkt? Das ist schon die erste Entmündigung, dass du als träumender Geist in dir Menschen erschaffst. Ich benutze einfach mal das Wort Mensch in Bezug auf Trockennasenaffen, ob du die jetzt real, sinnlich wahrgenommen, in einer gewissen Entfernung vor dir auf der Verabrede stehen siehst. Oder ob diese Menschen nur imaginäre Protagonisten auf einem Monitor sind, flackernde Lämpchen sind, spielen überhaupt keine Rolle. Das muss dir aber jeden Moment bewusst sein. Da beginnt Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht in irgendeiner Form intellektuelles Wissen, sondern Bewusstsein ist der, der in Verbindung mit seinem eigenen intellektuellen Wissen, mit seinem Programm, mit seinem Schwamminhalt in sich Bilder aufwirft, die er dann selber zu sehen bekommt. Okay? Wenn der Ton nicht da ist, sagt er mir Bescheid. Von Ärzten verursacht. Die dritthäufigste Todesursache auf diesem Planet sind im Grunde genommen Krankenhaus und ihre Mitarbeiter und dort natürlich vor allem Ärzte. In Amerika sterben dieses Jahr ungefähr 500.000 Menschen an Krebs. 250.000, wie Sie in dieser Arbeit hier lesen können, sind registrierte ärztliche Fehler. So, jetzt ist es erst einmal wichtig. Dir muss jetzt bewusst sein, was jetzt da ist. Du sitzt als jetzt ausgedachter Trockennasenaffe vor einem Monitor und jetzt mach dir jetzt erst einmal bewusst, ob du den Glauben hast, dass diese Aufnahme irgendwann in der Vergangenheit getätigt wurde und ins Internet reingestellt wurde. All das Zeug musst du überwunden haben. Du träumst jetzt und es kommt aus dir. Habe ich jetzt angehalten, ein stehendes Bild. Und das sind jetzt Aussagen. Die Aussagen tätigt nicht irgendein Mensch, sondern der Lautsprecher, der natürlich auch nur existiert, wenn du ihn dir ausdenkst. Weil die Schallwellen, die du jetzt hörst, sind jetzt auch was Ausgedachtes. Ja, wenn keine Schallwellen da wären, dann könnte ich das ja nicht hören. Das ist dasselbe Blödsinn, wie wenn du definitiv sagst, ja, wenn ich kein mein Gehirn nicht da wäre, könnte ich ja jetzt nicht denken, dann würde ich ja nichts erleben. Andere in der Kausalität nennt Ursache und Wirkung. Du spielst zurzeit eine Rolle mit einem gewissen Programm, mit einem gewissen Charakter, hebräisch API, das schöpferische Wissen deines Intellekts. Und jetzt stell dir mal vor, du hörst dir das an und du hättest das Wertesystem eines Arztes, dass du Arzt bist. Wie reagiert dann dein Programm auf diese Aussagen? Wenn du natürlich ein Verschwörungstheoretiker-Programm hast, dann geht dir das wie Öl runter. Stimmt oder stimmt? Das ist die Schwierigkeit, auch wenn ich immer wieder sage, die Deppenprofessoren. Es sind Gedanken. Ich behaupte von Gedanken von mir, die ich denke, dass das Deppen sind. Und ich sage, ich werfe nicht zu niemanden, den ich mir auswerf, ausdenke.
keinen Protagonisten, der von mir in meinem Kopf jetzt erschaffen wird durch mein Denken. Die Ursache aller Sein ist Denken. Da wird es jetzt natürlich schon interessant, wenn wir uns jetzt wieder die hebräischen Wörter anschauen würden, die unter anderem Denken heißen. Aber wenn ich das jetzt mache, komme ich keinen Schritt weiter. Bevor du das aber nicht weißt, wirst du das sowieso nicht verstehen. Also wirst du in kleinen Häppchen dir das aneignen müssen. Wie ich sage, Holofeeling besteht erst einmal aus 50, 100 winzig kleinen Metaphern. Schwammbeispiel, Tassenbeispiel, die allein jeder verstehen kann, jedes Kind verstehen kann, die auf eine geheimnisvolle, fast göttliche Art und Weise dann was vollkommen Neues ergeben, wenn man das zusammensetzt. Aber wir hören mal hier jetzt weiter. Das ist einem gar nicht so richtig bewusst. Und wie sieht es eigentlich in der Onkologie aus? Genauso gleich. Jede Woche können Sie irgendwo in einem wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Magazin lesen, dass es wieder einen Durchbruch gab, dass es bessere Krebstherapien gab und so weiter. Und ich sage Ihnen jetzt etwas Erschreckendes. 99,9% all dieser Berichte sind falsch. Einfach falsch. Bitte nicht missverstehen, ich sage nicht, der Journalist ist morgens aufgestanden, hat sich überlegt, wie kann ich heute ein paar Ärzte oder ein paar Leser überhaupt von dieser Zeitung veräppeln, ja? Sondern der Journalist, genauso wie der Arzt, genauso wie der Pfarrer, genauso wie der Lehrer, hat einfach die falschen Daten oder man könnte ja sagen, die haben nicht die korrekten Fakten zur Verfügung. So, die Aussage war jetzt sehr, sehr wichtig. Du hast einen Schwamminhalt. Du hast Daten. Konsonant geschrieben, du hast einen Glauben, du hast eine Religion, an die du dich bindest. Ja. DTN, die Konsonante Radix von Daten. Und du, Geist, generierst mit diesen Daten Vorstellungen. Das ist dein Glaubensprogramm. Das ist jetzt Holofeeling. Ja. Das ist jetzt alles, was du überhaupt siehst, ist dein Denken. Da kommt auch das Wort Denken dann her. Das Dart. Das ist ja die 11. Sephira, da müssen wir jetzt weitergeben, da müssen wir mythologisches Wissen haben. Was mir ganz wichtig ist, du arbeitest mit einem Wissen, das du vom Hörensagen kennst. Und das erzeugt in dir Vorstellungen. Das ist jetzt auch der Fall, wenn du das Video anhörst. Und ich kann immer wieder nur sagen, wie sieht es aus, wenn du jetzt träumst? Dann kommt überhaupt nichts von außen. Jeder Moment kommt aus dir und du reagierst, Reizauslöser, Reaktion und dann fängt das Ding zum Schwingen an. Das heißt, alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lacht, wobei morgen ist heute. Du kannst nämlich nur heute an morgen denken, morgen wird nichts passieren. Ich kann das nicht oft genug sagen. Das wischt dein Ego komplett weg. Es ist hundertprozentig sicher, dass jeden Moment, den du erlebst, erlebst du jetzt. Und ich kann mir de facto jetzt denken, was ich morgen mache oder was gestern war. Aber ich denke das jetzt und ich schaue das jetzt an und es ist hier und jetzt in meinem roten Kopf. Solange das abgelehnt wird von irgendeiner Figur, kannst du nur feststellen, es ist ein geistloser Protagonist, wo im Hintergrund nicht ein Hauch von Ahnung ist, was Geist ist. Das ist die Masse, breit ist der Weg der Masse. Wir landen hier dann auch irgendwann einmal Bahama am Ende. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, es ist wieder eine andere Perspektive, Hammer und Schulmedizin stehen konträr gegenüber. Das Problem ist, auch er hier, den ich mir jetzt bewusst ausdenke, ist ein tiefgläubiger Materialist, der raumzeitlich denkt, der macht nichts anderes wie unser Brecht, wie jeder andere Professor, der dir, Philosophieprofessor, der dir erzählt, was der Sokrates gedacht hat oder der Platon gedacht hat oder Aristoteles gedacht haben oder was der Einstein entdeckt hat. Sie rezitieren Wissen und aufgrund von Wissen werden Vorstellungen erzeugt, in der Quantenmechanik, in der Chemie. Es ist aber über 99% von dem naturwissenschaftlichen Wissen kann nicht entdeckt werden. Es ist, im Anfang war das Programm und das Programm, der Glaube, die Daten machen Bilder und macht jetzt erst einmal bewusst, kann man das eigentlich empirisch überprüfen. Diese vielen kleinen Beispiele, wenn du die Umbauungen studierst. Wie willst du feststellen, dass Wasser aus Wasserstoff- und Sauerstoffmolekülen besteht. Wie willst du das entdecken? Zeig's mir. Es hat dir einer erzählt, dass es so ist und dann stellst du dir das so vor, aber als Ding an sich wirst du das niemals in Erscheinung treten lassen können. Schon die Tatsache, dass sich Sterne bewegen. Ich habe
hier und jetzt gedacht, vor 30 Jahren schon gesagt, ich bin so blöd, wenn man mir das einer nicht erzählt hat, ich meine ich jetzt den Udo, wenn ironisch, wenn man mir das nicht erzählt hätte, mir wäre es nie auffallen, dass sich die Sterne bewegen. Weil wenn ich hochschaue, stehen die wie eine Eins. Jetzt kenne ich natürlich die Kopernikus-Geschichte, dass der da sitzt und dem fällt es dann auf, da bewegt sich nichts. Es bewegt sich oft am Bildschirm nichts. Da laufen keine Fußballer rum, wenn du dir Fernseher am Fußballspiel anschaust. Es flackern Lämpchen und die Lämpchen bewegen sich nicht von A nach B. Das ist ja das Problem mit Raum und mit Zeit. Das eine gibt es eigentlich gar nicht ohne das andere. Darum spricht man in der Relativitätstheorie von Raumzeit. Das hat bloß keiner verstanden. Aber lass uns das einmal weitermachen. Hier mit den Lügen. Die Wahrheiten von heute sind die Menschen, wo sie morgen drüber lächeln. Aber heute und morgen ist immer jetzt. Das ist, wenn du einen größeren Geist kriegst. Was ist wirklich heute? Das hier ist Realität. Das sind die Zahlen. Seit 2016 gibt es keine neueren, die wird es jetzt dann erst richtig geben. Das sind die Zahlen der letzten 20 Jahre. Wir haben jedes Jahr in Deutschland und nicht nur in Deutschland, weltweit mehr Todesfälle. Mehr, nicht weniger. Also kann das, was vorher... Du kannst jetzt nochmal zurückgehen, hier 20 Jahre nach Almena. Da habe ich damals schon Zahlen gesagt, dass das nur ansteigt, ständig ansteigt. Mhm. Wenn das jetzt einer ablehnt, das sind offizielle, immer offiziell, Offizio heißt hinderlich sein. Es sind ganz, das ist jetzt keine Verschwörungstheoretiker Meinungen, das sind Sachen, das sind Ausgaben, die du an Gesundheitsämtern nachlesen kannst und so weiter und so weiter. Der Betrug, es geht um Geld, du lebst in einer extremen Lügenwelt, die ich jetzt komplett entschärfe, weil ich sage, du träumst jetzt und du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen dran. Ja. Wie viel Scheiß muss ich dir noch eigentlich einspielen, bis du aufhörst nachzuplappern? Bis du in der Lage bist, selbst zu denken, eins und eins zusammenzuzählen? Hm. Es ist immer wieder das Spiel, mein altes Weißenbruch-Beispiel. Die Krankheiten sind explodiert, seit die Ärzte explodiert sind. Das heißt, das sind keine Heilsbringer. Ich betone nicht auf Heil. Mm. In dem Wahn, die Menschen gesund zu machen wollen, da schaffst du immer mehr Krankheit. Mm. Es gibt mittlerweile Krankheiten, da wussten die Menschen damals gar nichts. Denke ich mir jetzt aus in die Vergangenheit. Was in der Vergangenheit war, ist immer das, was ich mir ausdenke. Das wiederum baut auf angelesenen Wissen. Kann ich das überprüfen? Das heißt, das hängt jetzt schon wieder davon ab, glaube ich dieser Tabelle oder glaube ich dieser Tabelle nicht. Es ist egal, was du hast, du rezitierst. Fang doch endlich einmal an, selber zu denken, eigenständig zu denken, dann erst bist du ein Schöpfer. Lass uns das weiter anhören. Ja, wahr, dass es überall Durchbrüche geben würde, kann gar nicht stimmen. Wir haben jedes Jahr mehr Krebstote und es gibt schon lange keine Durchbrüche mehr. Es gibt nur bei ganz einzelnen Krebsarten ganz bestimmte Durchbrüche. Aber das macht ein paar, die kann man einer Hand abzählen. Das macht nur bei ein paar Patienten aus. Die meisten Erkrankungen bei Krebs, die großen sogenannten epithelialen Krebsarten, haben wir jedes Jahr mehr Krebstote. Und deshalb möchte ich Sie heute Abend mal auf meine Vorstellung von Leben, von Lebendigkeit, ist hundertprozentig tödlich. Das hat eine Todesrate von 100%, weil alles, was lebendig ist, wenn du chronologisch denkst, wird sich am Ende des Lebens auflösen. Mhm. Was ist dann eigentlich ewig? Der das sich ausdenkt. Der das erlebt, ist ewig. Der sich sein ganzes Leben nicht verändert. Der Leser des Buches, wie ich das nenne. Mhm. Der Leser des Buches verändert sich nicht. Das Buch ist der Mensch. Das Programm vom Säugling bis zum Greis. Mhm. Egal, was für einen Körper du dir jetzt zusprichst, du denkst jetzt an den Körper, ob du dich jetzt als 20-Jährigen, als 30, als 70-Jährigen denkst, du denkst, wenn der überhaupt existiert, der Körper, dann ist das in dem Moment der Fall, Faller, die Falle, weil du jetzt an diesen Körper denkst und sagst, das bin ich. Nein, du bist der, der sich das ausdenkt. Ein ganz einfacher Satz. Und ich garantiere dir, wenn du das jetzt versuchst, deinen Mitmenschen zu erklären, da sind einige dabei, die sagen, stimmt eigentlich, aber die wischen es dann sofort wieder weg. Dieses, du bist ja bloß ein Affe, ein geistloser Affe, ein instinktgesteuerter Affe. Und jeder Mensch ist entsetzt, weil er ja ein intelligentes Säugetier ist, ein Privat nach eigener Definition. Diese kleinen Metaphern sind so unheimlich tief. Du weist einer Figur in deinem Traum auf etwas hin und er wird mechanisch gesteuert, Mechanismus, zwanghaft programmiert, zuerst einmal negativ reagieren und sich beleidigt fühlen.
und versucht, dieses Ding möglichst lang am Leben zu halten. Aber es ist einfach nur ein Gedanke. Du kannst Gedanken nicht auf Dauer am Leben halten, weil jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist die Kernerkenntnis von Holofeeling. Das zu akzeptieren, ist das Erste, was du tun solltest. Dazu brauchst du kein intellektuelles Wissen, sondern da musst du Bewusstsein sein, Geist sein, dass du das erkennst, was ich dir erzähle. Dass das hundertprozentig sicher ist. Meine persönliche Reise mitnehmen. Ich mache das jetzt seit 22 Jahren. Reise ich auf der Welt umher und am Anfang habe ich mich mehr mit Du sogenannten merkst jetzt, Wissenschaften. es sind Worte, du schaust, was jetzt ist, ob jetzt du diese Geräusche hörst oder ob das geschrieben dasteht. Das wirft ständige Vorstellungen in dir auf, im Hintergrund. Wer reist eigentlich jetzt in der Welt umher? Was ist Welt? Von wo nach wo reist der, wenn du dir das ausdenkst, in deinem Kopf? Das ist alles Blödsinn. Aber wir bleiben jetzt nur bei dem Wort Krebs. Ich würde die gern durchgehen und mal schauen, wie wir uns wahrscheinlich wieder verfaseln. Das ist zum Beispiel das Hetero, wenn man Hetero, jedes Wort anders, fremd, ungleich, verschieden. Wenn ich das schon offen habe, schauen wir uns das gleich einmal im Griechischen an, schau her. Die griechische Radix Eder. Das H gibt es ja nicht, habe ich ja bei Homo schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das Hintere lassen wir mal hier. Altes ist auf Kraft oder Sieg legend. Was heißt das? Du hast eine Gedankenwelle, Batsch, und du schaust dir nur eine Seite davon an. Sich entschieden auf eine Seite neigt. Schau mal, entschieden. End heißt immer, du kriegst eine Vorstellung. ND übrigens das Gag-Ebene. ND brauchen wir. Das ist immer Gag-Ebenes. Gag ist ja das Ausgedachte. Bist dabei? Jetzt pass auf, jetzt mach mal, wenn ich gerade, das ist jetzt die Schwierigkeit. Schau, wenn du das schon, das Ausgedachte, wenn dir das Dach nicht klar ist. Das GG auf Hebräisch heißt auch 3-3. Haben wir oft, können wir auch 3-3 als 33 lesen, kriegen wir die Welle. Jetzt machen wir mal das Wort Dach. Das Ausgedachte. Dokos. Der Deckenbalken, die Eckenbalken. Du Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Dokos aus den eigenen Augen. Wir spielen einmal die Variationen durch. DA ist die geöffnete Schöpfung. Sobald sich eine geöffnete Schöpfung da ist, blau gelesen, an der geistigen, an DR geöffnete Berechnung, an der generierten Oberfläche geöffnet, ist eine intellektuelle Öffnung, O mit zwei FF, mit zwei Facetten, ist die nun Existenz, aufgespannte Existenz, G ist Synthese, Gimmel. Okay, dabei? Mir sehr wichtig. Wir sind übrigens bei Hedero. Das ist unsere Ausgangsbasis, ist Eder. Ede wissen wir, ich muss da ganz kurz reinspringen, das wird lückenlos. Ed ist Zeit, eine augenblickliche Erscheinung, die du wahrnimmst, ist jetzt. Jetzt und jetzt ist nun, das heißt, du spannst zwei Existenzen auf, den Wellenbalken ist Wendel. Das ist Hedero. Du legst aber nur auf eine Seite deine Aufmerksamkeit, nämlich das, was du dir jetzt vorstellst, und du vergisst dabei das, was hinter dir ist. Oder das, was du dir jetzt vorstellst, was über dir ist, dann denkst du nochmal dran, was unter dir ist. Du bist immer die Mitte. Jetzt ist es hell. Geistreich gesehen ist es jetzt auch dunkel. Jetzt scheint die Sonne. Geistreich gesehen regnet es jetzt auch. Jetzt ist Frieden, dann ist jetzt auch Krieg. Schon ein ausgedachter Frieden, den du dir ausdenkst, braucht ein Gegenteil, wie ein Wellenberg ein Tal braucht und hell und dunkel braucht. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt auch keine Gesundheit ohne Krankheit. Was Heiligkeit ist, wissen deine Ärzte nicht. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und das ist eben gerade, dass hier diese Seele auf eine Seite geneigt. Du bist ein Mensch. Bist jetzt ein Mann oder eine Frau? Merkst du, da hängst du schon auf einer Seite. Bist du der Denker als Adam oder bist du bloß was Ausgedachtes? Das Problem der Heterosexualität. SX, die Raumzeit tritt heraus. Bist du das Ausgedachte oder der Denker? Merkt ihr, was das eine, Watcher? Der Geistesfunk, was das eine, der eigentlich nur ein einziger ist, was das schon macht?
hinkend, führe dich jetzt auf hinten, mit starkem Fuße. Der Ausschlag, gib Ende. Der Geist wird polar, auf- und abschwingen, existierende Öffnung. Okay, dabei, wenn wir jetzt da schon sind, dann müsste ich jetzt sehr viel weitergehen. Das ist dann unser Omos, Homo, das H gibt es nicht. Das ist natürlich dann das Gegenteil, die Homosexualität ist fast ähnlich und gleich. Mhm. Weil irgendwie der Wellenberg und das Tal ähnlich sind, die gibt es ja nur gemeinsam. Stimmt das? Stimmt, es gibt ja zum Beispiel auch einen JCH nicht ohne einen ICH, darum mache ich immer GE-Quadrat. Der Geist ist E-Quadrat, das sind die zwei Ichs. Ja. Das, was wir erleben. Gut, vom gleichen Fleische. Jetzt ist natürlich das Fleisch, nehme ich hin, das ist mein Fleisch und esse es. Fleisch ist, müsste ich jetzt Fleisch, haben wir so oft durchgespielt. Ja. So, wo war mein Stäblin? Beim Krebs. Wir wollten eigentlich den Krebs haben. Ich wollte jetzt da den Krebs einmal eingeben. Ah, bevor ich jetzt da komme, ich habe im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, dass das Wort für und das Wort vor, wir schauen uns mal das Wort vor an. Das vor und für dieselbe Radix haben wir, also eigentlich Ur, das merkst du ja schon, hebraisiert, wenn wir jetzt das aussprechen. Dass jedes Wort ist ein Kleinod, wenn du das mit Holofeeling anschaust. Da gibt es das da mal vor, räumlich vor dir oder zeitlich vor dir, was zwangsläufig was vor dir, die Vorstellung, was in der Vergangenheit war. Mhm. Merkst du die Spiegelung? Drückt eine allgemeine Beziehung aus. Die Erde ist immer eine geöffnete Berechnung von all. Und dieser Geist, dieses GE-Quadrat, kriegt jetzt eine Beziehung. Gib den G rund, das Geist fängt an zu kreisen für einen Zustand oder eine Gemütsbewegung. Gemut, gestalt geworden, aufgespannte Erscheinung ist immer der Geist. E-Quadrat ist die Energie, die jetzt eine Gestaltwerdung annimmt und das wird in Bewegung gesetzt. Mhm. In Bewegung setzen. Und das Ganze ist dann deren, die erdgeöffnete Berechnung wird zu einer Existenz, eine unwillkürliche Äußerung. Wenn du zum Träumen anfängst, tätigst du ständig unwillkürliche Äußerungen, weil du dir alles, was du dir jetzt denkst, was nur deine Information ist, vor dich hinstellst, als Vorstellung aus dir herausdenkst, obwohl das aus dir gar nicht herausgehen kann, wenn du träumst. Stimmt oder stimmt? Mhm. Auf an der Vorderseite der dem Beobachtern zugewandten Seite von. Wenn du auf Vorderseite hast, entsteht aber im selben Moment der Hinterseite, H-Intern. Mhm. Das ist dann inner H-All, B und außer H-All, B. H-All ist die Quintessenz, das ist Gott, das ist das Nichts. Mhm. Da habe ich ja schon gesagt, wir haben dann zwei verschiedene Innen, das absolute Innen und das ausgedachte Innen. Mhm. Und das Vor, das V sprechen wir jetzt F. Mhm. Können wir natürlich auch für setzen. Das sind ja Konsonant, könnte ich sagen, jetzt dieselbe Radix. Bisschen Fantasie, ein für Wahrheiten und jetzt kommst du zu dem Für und Wider. Bezeichne das Förderliche einer Handlung, die Förderung einer Person oder Sache. Vor, siehst das du wieder für. F-O-R, F-U-R, V-U-R, klingt alles gleich. Ich sage, wenn ein Wort gleich klingt, rein jetzt einmal akustisch, haben wir viele Möglichkeiten, Lautwesen einzusetzen. Mhm. Und jetzt machen wir den Krebs. Also ich erspare mir jetzt einmal hier die vielen Sachen, die Krankheit, das Standzeichen und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt mal in die wirkliche Tiefe des Wortes hinein und das ist immer zuerst einmal ein DWDS anschauen. Der Krebs selber ist meist in GE, immer bei GE denken, der Geist ist E-Quadrat. Das ist unsere, in der absoluten Einstein-Formel der Relativitätstheorie, wo es heißt, Energie E-Quadrat ist M-Quadrat mal C hoch 4. Dieser Geist ist das Wasser von Elion. Okay? Mhm. In den G-Wässern, jetzt kriegen wir viele verschiedene Wasser, weil wir E-Quadrat, wir haben ja ein blaues Ich mit. Lebender, Leb.
das Herz oder auseinandergeschmissene polare Existenz. Diese Gewässer, die er generiert. Durch die KI. Die KI ist Elif Mem, das ist die Mutter. Gut, dann Kiemen, Ad, der Spaten, das schneidende Ackergerät ist jetzt hier praktisch den Erdboden, den Adam aufschmeißt und dann kriegst du hier, wenn du mit dem Fluch durchgehst, mit den Lügen, Pflügen, wenn du die glatte Oberfläche, die Ebene zu pflügen beginnst oder mit einem Spaten aufgräbst, darum ist dieses Ad, hast du auch Spaten und das ist das weibliche Du. Dann kriegst du gestaltgewordene Existenzen, die du selber generierst, dir. Dann geben wir mal die einzelnen Wörter. Jetzt kommst du mit oder du kommst nicht mit. Ist alles, wenn man Selbstgespräche lang genug studiert, ist das alles drin. Das ist ein ganz einfaches System. Ich kriege plötzlich einen ganz anderen Kontext, nämlich die Entmythologisierung. Ich nochmal, der Mythos, diese Erzählungen, ich erzähle dir was, wir können jetzt Zahlen einsetzen, nachher fange ich an, da Formen draus zu machen. Ganz wissenschaftlich, so wie du das in deinen Arithmetikbüchern und Physikbüchern findest. Okay, das sind dann meine Wellen. Können wir für die Wellen, können wir jeder Füßler, der Fuß, da haben wir schon wieder das scharfe B, die Facette ist was Aufgespanntes, Polares, leer, auseinandergeschmissen berechnet, der Glüderfüßler. An dessen meist an dem Panzer zur Formwährung, Pan, Pan ist der Aspekt, Pan ist meine Oberfläche. Nimm das, wenn wir das jetzt eingeben, ich springe nicht jedes Mal hoch. Ja. Pan ist ein Aspekt, Spektrum, immer Spektrum, Spiegelung, Spezies, das ist ja SB. Raumzeitliches Wissen ist Eck, ist immer, die Spezies beginnt auch damit. ZR ist zu Form werden. Das ist dann ein Aspekt in einem bedeckten Leib. BD, polare Öffnung. Wenn du das jetzt machst, dann kriegst du das Geschwätz, die Lügen, das Leinen und so weiter und so fort. Und zwar wichtig mit zwei Barfühler. Die Eigenart ist des Krebs, dass der nicht ein Bar hat, sondern zwei Bar. Der hat nämlich plus minus und dieses erste Bar ist jedes Mal nochmal barweise mit die obere Wellenhälfte Pi1, Pi2. In unserem Einheitsbereich ist das 2Pi. Interessant, ne? Ich sage dir, dass in den Bildern eigentlich hier schon Physik mit drin ist. Okay? Mehr als vier Bahnen, polare eine. Dann haben wir noch die Shin. Reitbeine, die Schreitbeine befinden. Schon der Körperaufbau ist die komplette Physik mit drin, wenn wir das genauer anschauen. Ist auch dein Skelett, deine Vorstellung des Trockennasenaffenkörpers. Ich fange nicht nochmal an, der ganze Knochenaufbau, das sind Zahlensysteme, das ist eine reine arithmetische Matrix. Aber wir bleiben mal ganz einfach bei den Krebs, wenn wir jetzt reingehen, wo das Wort herkommt von dem Gliederfüßler. Okay, dann kriegst du das Krabbeln, das Kerben, das Karzium. Da haben wir schon Kar. Kofresh, ja. Kofresh. Ja. Okay? Gareb, Kratzen, Ritzen, Krebs. Ich wollte eigentlich auf dieses lateinische Wort hinaus. Das schauen wir uns jetzt genauer. Wir schauen uns nur das lateinische Wort an. Da haben wir zuerst einmal C-O-N. Vorratskammer, die Krämerbude, das hat mit einem Intellekt was zu tun. Okay. Wenn wir da runterfahren, dann kommen wir in eine Röhre, in eine Wasserrinne, in einen Kanal. Ken ist das Fundament. Es ist fließendes Wasser. Reinlade, ich will jetzt nicht zum Hunde. Karin, wir bleiben mal Zerr. Lassen wir mal den Zerr, wir machen es direkt. Ich habe jetzt so viel im Kopf, es ist nicht, dass ich nichts sagen kann, ich merke bloß, dass ich in Sackgassen reinfahre, wenn ich es genauer erkläre. Was jetzt wichtig ist, das Kanzer, das ist das hebräische Wort, wir müssen dann das griechische noch anschauen. Das heißt, das ist einmal ein Gitter. Klingt ganz komisch, der Flusskrebs, der Seekrebs, der Krebs, ein Gittertier. Wieso ist das ein Gittertier? Weil du in einer Matrix, eine Matrix ist immer Aufbau, denk einfach mal an einen Bildschirm, ist ein gitterförmiger Aufbau. Aber das Wort Gitter alleine schon ist ganz interessant, weil du nämlich hier der Geist Gottes ist Pi und der wird in dir erweckt.
It is God. Wir können die vor God ja weglassen oder austauschen, wenn ich das immer schreibe. Stimmt oder stimmt? Ja. Aber da wird es jetzt, ich schaue jetzt das kleine Wort an. Wir können ja das I und das Waff rausschmeißen. Wenn ich sage, die Konsonante Radix ist Gat. Da kommt übrigens das Wort Gethsemane her. Habe ich ja ganz, ganz böse Erinnerung, wenn ich das immer höre. Das ist Gethsemane, das heißt nämlich die Kälte, die Weinpresse, die Kälte. Das ist also hier, es wird wie ein, das doppelt aufgespannte eine, das ist ja Wein, oder das doppelt aufgespannte nicht existierende, wenn wir wie ein schreiben. Das wird KL, das wird in der Kälte, wird es zu einem Joch in einer Reihe. Kältern. Da steckt das Wort Eltern mit drin. Merkt ihr das? Ja. Intern, extern, Eltern. Die Wörter benutze ich immer wieder bei unserem Tetraederspiegel. Extern, intern, Eltern. Ja. Und der Geist, der zu einer Erscheinung wird, und da haben wir jetzt in dem Gitter, beginnt es ja mit GID. Lass dich mal, wo das hinführt, wenn man das alles gleichzeitig im Kopf hat. Das gibt es jetzt nicht. Spielt aber keine Rolle. Geist ist göttlich, das immer Daseinende, das göttlich Daseinende. Das Gehirn ist nur Intellekt, der in Erscheinung tritt. Interessanter wird es, wenn wir jetzt da das Wort Gut draus machen. Das rot geschriebene Gut, sage ich doch zu dir immer, ist wie Liebe. Wie der Tag, der Alltag, das ewige Hier und Jetzt. Schau mal ein kleines Bild unten an. Ein Tag besteht aus Tag und Nacht. Ja. Einfache Sätze in den ersten Offenbarungsbänden. Ja. Und du, wenn ich jetzt das Wort Tag ausspreche, denkst du an den heiligen Tag, 24 Stunden, Tag, hell und dunkel gleichzeitig, oder nur an den Tag, an die helle Hälfte? Jetzt ist es Tag, wenn du das sagst. Es ist immer ein Tag, aber der besteht aus Tag und Nacht. Und Tag, die positive Plushälfte, hat denselben Namen wie die Synthese, das heilige Ganze. Und die N8, die Existenz in der Acht, ich kann auch die existierende Schöpfung, Chet-D heißt in Schrecken versetzt werden. Die Liebe besteht aus Lieben und Hass. Das ist wie Plus und Minus. Okay? Und Gut, das rot geschriebene Gut, es ist immer alles absolut gut, besteht aus Gut und Schlecht. Shin El Echt heißt, dein logisches Licht erscheint dir echt. Ja. Das ist die Falle. Dein jetziges logisches Licht, das du nur geistlos nachplapperst, verwirklichst du in dir durch Vorstellungen. Also gut, wir machen jetzt einmal das Gut. Und da haben wir jetzt schon Geist und eine aufgespannte Erscheinung. Der Geist ist plus die Synthese und die aufgespannte Erscheinung ist plus minus. Jetzt steht hier, ich will dir mal zeigen, wie unvollkommen das ist, obwohl das schon so vergämmelt ist. Hör endlich auf, erbärmlich zu jammern, sondern ja mehr mit Freude. Der göttliche Schöpfer ist das Meer und seine Gedanken sind seine eigene Freude. Geistreiches Denken, geöffnete Existenz ist das Fundament, etwas überlegen verbreiten, bedeutet Gott für alles, es auseinandergeschmissene Raumzeit zu danken, rot geschrieben. Geschlossene Sein ist wie reines Sein. Alles ist immer vollkommen gut. Und nicht nur gut oder nur schlecht. Flackerndes Licht gut, flackern mal schlecht, mal so, aber immer jetzt. Okay? Wieso ich jetzt sage, das hier, weist dich nämlich auf was hin, auf die Quintessenz. Wieso? Pass mal auf, was jetzt passiert. Die Quintessenz ist gut. Nur die Quintessenz im Zentrum. Das hebräische Wort ist ein ganz normales Wort, findest du in jedem Wörterbuch. Das ist nämlich dein Denken, dein Danken, die Philosophie. Der philosophisch mit der Liebe zur Weisheit Denkende. Das heißt nämlich auch Denken und Gedanke. Das ist nämlich jetzt der Quintessenzgeist und dessen aufgespannte Erscheinung. Du musst immer wissen, dass du Geist, der Quintessenzgeist bist. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Leben beginnt durch Denken. Du zerdenkst dich durch deine Divisionen und schaust dir kleine Aspekte, Aspekulum, Spiegelecken an, die du um dich herum hier in diesem klassischen Prinzip aus der Mitte heraus in der Sphäre verstreust. Schau dir mal die Werte an. Hüb 3 und Hüb D 3 sind 4 Spiegel und drüben 4 Spiegel. Stimmt oder stimmt? 44 Wissen heißt die Wahrheiten. Wir sind nur bei dem Wort Gitter von dem Krebs. Jetzt habe ich da noch gar nicht, ich habe jetzt nur das Gitter ein bisschen genauer angeschaut. Wenn ich sage, da jede Kleinigkeit wird extrem viel. Du musst es nicht wissen.
Das, was du wissen musst, ist, dass im Hintergrund ein göttliches System ist und dass immer alles perfekt ist. Das ist dann nämlich hier interessant, der Krebs als bekanntes Sternbild. Stern, Astro, Astro, nicht nach außen gestreut, Beelet heißt im Kind. Des Tierkreises, Karais, wie ein Spiegelraum. Das Tier hebraisiert, können wir ganz kurz nochmal eingeben. Das ist jetzt nur das deutsche Wort Tier. Die erscheinende Intellekt und der augenblickliche Berechnung. Der scheinende Intellekt erweckt. Das heißt, das Tier. Du bist ja ein Tier, wobei dein Intellekt nichts anderes ist wie ein komplexerer Instinkt. Ja. Okay. Interessantes. Ja, Z wie Ischen. Wir wissen, Z Waff, der Befehl, die Order zu schlafen, Ischen, der Befehl zu schlafen zwischen den Löwen und den Zwillingen. Das hat alles einen tiefen Sinn, wenn wir uns das anschauen. Aber wieder Z-Waff. Von dem der W-Endepunkt, das Doppelte, der doppelt aufgewo ist der Wendepunkt. Der Wendepunkt ist in der Mitte. Du selbst, du Geist, der du jetzt träumst, spielst keine Rolle, weil ein Punkt erst drehen kann, wenn du ein Rad, Radius, eine Radioaktivität, was ausstreust und dann kannst du dich um deine Achse rumdrehen. Dieser Mittelpunkt selber hat ja ohne Radius überhaupt keine Funktion. Darum spielst du keine Rolle. Das, was die Rolle spielt, ist das, was du zu sein glaubst. Der spielt die Rolle auf der Bühne. Und der Raum um dich herum, das Volumen, ist bistabil kreisendes, aufgespanntes Licht. Und dem Wort kommen wir noch. Darum ist der W-Ende K-R-I-S, ist der Sohn, die Sonne. Im Sommer im Namen Wendepunkt, Wendekreis des Krebses. Du merkst jetzt, die Astrologie kriegt mit Holofeeling einen vollkommen neuen Aspekt. Und alles, was du schwörst, sind deine Geschwüre, die du dir selber ausdenkst. Ich verweise nur, es sind Geschwüre. Ja. Weil du Meineide schwörst. Du schwörst eine Meineid nach dem anderen, indem du geistlos Wissen rezitierst, das so. Darum ist der Krebs ein G, G, E wieder, fängt an zu schwören. Schwur. Ja. Ja. Voller Krebsgeschwüre. Das sind deine Falschen, deine Meineide, die du schwörst, die machen diese Geschwüre. Das ist nicht einverstanden sein. Mhm. So, jetzt schauen wir uns einmal den Kar Kinos an. Das griechische Wort. Wir beginnen wieder mit unserem einfachen Spiel. Eine alte Form für Karren, für Kopf. Auf dem Kopf, Kopf über. Über deinem Kopf. Wenn du dir was überlegst, ist es über den Kopf, wenn du ein träumender Geist bist. Was natürlich aber immer Vorstellungen sind, weil wir können ja die Seiten austauschen. Interessant, ne? Kopf, yes, Kopf. Lateinisch, wenn wir reinspringen, ist es kaputt. Dann bist du kaputt gegangen, weil du dich selber geurteilt hast. Das ist jetzt der Kopf, der zerbricht. Der Kopf, lebende Wesen der Menschen. Dieser Kopf ist kaputt. Und was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist das Kapital. Steckt auch drin. Du müsstest das todbringende Verbrechen. Das Kapitalverbrechen, ein Todesverbrechen. Aber Tod wieder heißt ja so viele. Du kannst ja erst, der eine kann ja erst zu vielen werden, wenn er sich selber zerdenkt. Denken, geurteilte Basis. Fundament. Okay? Ja. Das ist einmal hier, halt, jetzt, dass ich den Faden nicht verliere. Bin da immer schon 20 Gedanken weiter vorne. Wir wollten also den Karkinos genauer anschauen. Was jetzt hier wichtig ist, was fällt dann da Karkinos? Was fällt dir da jetzt sofort auf? Wenn wir hier den Karkinos nehmen. Kar heißt Kopf. Kar heißt Kopf. Ja. Schau mal, achte mal das Wort, sprech's einfach mal aus. An was denkst du, wenn du an Kinos denkst?
ans Kino. Genau so ist es. Ist ja nicht so schwer. In dem Kopf sind Kinos. Ja, ja. Der rote Kopf. Da hatte ich viele blaue Köpfe, die wir uns jetzt ausdenken. Und jeder dieser blauen Köpfe ist ein träumender Geist, der ganz bestimmten Traum träumt. Das sind die Kinos. Kino, ja. Da kommt die Kinetik her. Kinetik ist der Keim. Okay. Oh. Sei heftig, ne? Ja, das ist boah. Da haben wir wieder das Gestirn. GE Quadrat. Okay. Das ist der Geist, das bin ich und du, wir sind ja eins. J-C-H-I-C-H. Der Unterschied zwischen uns ist, dass ich die Bücher schon gelesen habe vor dem Bücherregal, von dem ich jetzt stehe, und du steckst SDX zurzeit in einen dieser BU-Chat. Du hast hier ganz definitiv in ihm ist eine Kollektion, das ist dieses Wissen. Und das Ganze, und jetzt denkst du dir, wenn ich immer sage, du hast zwei Augen vor dir, das sind die VR-Brille. Ja. Wenn wir diese VR, diese zwei Augen, diese zwei B-Ecken eins machen, sieht es aus wie eine Leinwand in 3D, wenn du aus einem Fenster rausschaust. Das basiert auf der Stirn, du projizierst es auf deine Stirn. Okay. Okay, ja. Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt da das bösartige Geschwür lese, immer dran denken, was du nur negativ, du musst dir sofort bewusst machen, wenn du was bloß negativ ausliest. Zum Beispiel schlecht, das Wort schlecht. Ja. Da steckt das Wort echt drin. Oder Unglück. Da steckt das Wort Glück schon mit drin. Das ist nur die einseitige Auslegung. Ein Wort hat 16 Perspektiven. Super, ja. Okay? Ja. Es war jetzt nur ein kleiner Hauch zum Krebs. Ach, das Ganze passiert, dass der ja angeblich Metastasen bildet, die dann wandern. Das ist der nächste Blödsinn. Das ist wieder so übertragen, übersetzt, wenn wir uns das anschauen. Wir schauen uns das einmal, zuerst einmal mir da, was ist eigentlich der Dachraum, wenn ich separisiere und wir bleiben mal in dem Meter, das haben wir sehr oft gemacht. Und dann schauen wir uns das einmal genau an. Das heißt, das Wort Meter im Griechischen wohlgemerkt. Mhm. Im Lateinischen ist es Meter natürlich dann interessant, dann kriegst du nämlich das Wende. Darum korrespondieren diese Sprachen miteinander. Das ist erst einmal wie eine Welle, KGL. Egel, dran denken, mit 70 geschrieben, heißt hier Kalb, K-A-L-B, auf Hebräisch. Das goldene Kalb ist das Egel. Akol heißt auch Runden, Drehen und Kreisen. Das hebräische Wort Egel geht 70, 3, 30 geschrieben. Ja. Und das ist pyramidenförmig. Immer Pyramis ist das Feuer, das ist ein Tetraeder, beziehungsweise ein Oktaeder, wie Tetraeder und Oktaeder. Pyramide meistens immer im Maß der Dogmatik an die ägyptischen Pyramiden zu denken, mit vier Seiten vorstellen. Aber genau genommen sind es eigentlich bloß drei Seiten, weil die rote Vier ja nicht sichtbar ist. Ah, okay. Ich glaube, da ist ein Bild, dass du das vorstellen kannst, wie du das ist. Das habe ich ja schon so oft gesagt. Das ist jetzt wichtig, die Spiegelungen, dass jeder Seite immer eine Ecke gegenüber liegt. Die vier Ecken, die wir haben, sind immer ein Gegenüberliegen mit der Seite. Wenn du jetzt hier praktisch diese vier Mittelpunkte der Seiten verbindest, kriegst du genau einen gespiegelten Tetraeder. Wenn das ist jetzt, wenn wir das übereinander schieben, kriegen wir unsere Zeichnung von unserem Tetraederstand. Aber schau da, wenn du jetzt reinschaust, da siehst du, wo das Problem liegt der vierseitigen Pyramide, weil du hier ein Zwischenstück rausnimmst, das eigentlich auf diesen zwei übereinander geschobenen Tetraeder nicht. Das sind zwei Tetraeder und dieses erste wird jetzt zu einer vierseitigen Pyramide. Dann kriegst du eben viertrieben. Das kann man arithmetisch alles ausrechnen, aber das wird jetzt viel zu weit führen. Ich wollte nur zeigen, dass das Meda, der Läufer, wo man umlenkt, der Ort, wo man umlenkt, der Ort, wo man umlenkt, wo ist der Ort, wo man umlenkt, wenn du mal das Prinzip verstanden hast. Das ist nämlich immer der Wendepunkt, wenn du in Spitzzeug längs gehst, römischen Zirkus. Zirr ist der Dreh- und Angelpunkt. Und Wettfahren, die ich siebenmal herumfahren musste, da ist nämlich im Zirkus auf einer Seite meine Spitzstelle gestanden und da mussten die dann immer W-Ende, der Wendepunkt, wieder zurückdrehen.
Aber das Drehen passiert nicht außen, sondern in dir selber, weil du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst. Okay? Ja. Wir waren bei den Metastasen, bei der Wanderung. Meta, ganz einfach, ist immer mitten. Und jetzt was genau, lass das auf der Zunge zergehen, was eigentlich dein eigenes Licht ist Richtig. in der Mitte. Ja. Aber diese Mitte ist mitten unter. Jetzt pass auf, wir haben die absolute Mitte. In dem Ja. Moment, wo du eine Gedankenwelle aufspeist, denkst du dir als El-Hayom, als absolut in der Tiefe deiner Weisheit, wir sind transversal, denkst du dir, überlegst du dir zuerst einmal einen Wasserspiegel über dich drüber. Du bist ja im Zentrum vom Meer. Sobald ich mir einen Wasserspiegel über mich drüber lege, mache ich über mir eine Nulllinie und diese Nulllinie, denke ich mir jetzt eine Welle drauf. Das ist eine aufgespannte Existenz. An der Reihe, darum bist du mitten unter dieser von dir erweckten Erscheinung. Also unter. Bist dabei? Ja. Unter ihnen. Ja. Das heißt, in der Transversalen ist es Wissen, Gott, Weisheit, aus dem alles entspringt. Im tiefsten Innersten des Träumers ist ganz unten. Darum ist er unter ihnen, unter allen ausgedachten Dingen. Aber mit ihnen zusammen ist auch mein Sohn. Sodass sie aber nicht getrennt zu denken, sondern mitten unter ihnen im Alten, im Gott, der den Zehnten darstellt. Die Denn ist wichtig. Es ist nämlich die Quintessenz in der den vier Spiegeln. Hinter hast doch Inder, ist innen Innen, ja. von den D rein geöffneten Spiegeln und es sind vier Spiegel. Drei. Immer dran denken. Die D ist die 4 beziehungsweise die 3. Steht doch schon alles da, oder? Vier und drei. Steht ja schon wieder alles drin. Da steht alles drin, wenn du das Prinzip einmal verstanden hast. Und welch ein Wunder, weil das hier aus unartikulierten Tierlauten entstanden ist. Das ist alles so Darwinismus, ist so unendlich geistloser Schwachsinn. Wenn wir da jetzt auch das Griechische noch anschauen, vom Ode inmitten, schau mal den schönen Schreibfehler an, das gar kein Schreibfehler ist. Wohlgemerkt, wir sind 1849, andere Rechtschreibnormen. Inmitten, ZW-ischen. Das heißt, im Zentrum ZW, die Geburt an der Polarität eines Befehls, zwei Fällen, beginnt, ischen heißt ja schlafen und alternieren, alt werden, alternieren werden. Das ist zwischen diesen kreisenden Gedanken werden zwischen dem Volumen, dem Raum, den du dir jetzt ausdenkst. Ich mache das immer so, das kann man uns natürlich jetzt in allen Richtungen ausdenken. Das ist ein Verbis der Ruhe. Noah heißt. Aber auch ein Verbis der Bewegung. Wir haben wieder diese zwei Seiten. Lege dich mitten unter die Gefährten. Schaut, da steht Fahrt. Das heißt, GE-Quadrat, wir zwei beginnen an mit Fahrten, mit geistigen Fahrten, durch unser eigenes Wissen. Aber dabei, wir bewegen uns nicht von A nach B. Darum ist es auch in einer Gemeinschaft sein, das Meta, wir sind immer noch bei dem Meta. Und dieses Meta ist Stasis, statisch. Metastasis, wir sind die Metastasen. Das ist ein Stellen, ein Feststellen, das Stehen. Eine E-Existenz, das Feststehende. Gegensatz dazu ist die Bewegung. Wobei die Bewegung natürlich auch wieder, das heißt im Weg, wenn was Weg ist, dann ist es ja nochmal doch. Ich bist du eigentlich, was nicht existiert. Im Weg heißt im nicht mehr da sein, kann ich auch lesen. Oder eben irgendwo anders. Das hängt immer wieder davon ab, wie ich das auch lese. Der Ort, der Punkt, wo sich die Himmelsgegenden gelegen sind, im Meer, das Meer, gestaltgewordene, hochgehobene Gag-Enden, ausgedachte Enden. Das Ganze führt dann zu einem Aufstand. OB ist stehen. Und zwar zur Durchsetzung jetzt das gesetzewidrige Zusammentreten mehrerer zur gewaltsamen Durchsetzung ihrer Pol, immer dran denken, Pol ist tun, machen, handeln, Zwecks.
Jetzt kriegst du das feindlich Gegenüberstehende, plus minus, ist es hell oder dunkel, das bekämpft sich doch gegenseitig, das löscht sich doch aus. Alles löscht sich aus in sich. Mhm. Was plus ist, ist auch ein Minus da und beide gleichzeitig gesehen führt dich dahin, wo es herkommt. Mhm. Ja. Also diese Metastasen als eine Wanderung, eine Verlagerung zu sehen, ist schon sehr weit übertragen. Die Metastase, wir können das ja mal komplett machen. Haben wir da einen Meter davor? Wie man ihn verdippt. Das Umstellen in eine andere Lage versetzen, eine Veränderung. Das ist es, das passiert doch von Augenblick zu Augenblick, aber immer vollkommen. Immer dran denken, schau das Bild an. Gedanken werden einfach ausgedrückt, spannen sich aus. Das ist unsere Vakuumfluktuation. Es entsteht aus dem absoluten Nichts, creatio ex nihilo. Immer eine Gedankenwelt, das ist ein Teilchen und ein Antiteilchen. Das ist jetzt eine einfache Metapher. Mhm. Wenn es an zu DREHEN beginnt, DR heißt die geöffnete Berechnung, ist immer eine Ehe-Existenz. Wenn sich das zu drehen beginnt, um einen in einem Punkt, wo sich gar nichts dreht, das ist ja schon eine Vorstellung, dann wirst du feststellen, dass das nicht hell-dunkel, hell-dunkel, ich mache das Bild, schau's an, sondern es dreht sich ja so. Mhm. Wenn wir jetzt keine Tiefe nicht haben, hast du eigentlich dieses Phänomen. Mhm. Ich zeige das immer wieder. Das ist deine Gedankenwelt. Und diese Umgestaltung ist eine ständige Meinungsveränderung. Aber da steckt das Wort Einung schon mit drin. Siehst du das? Eine gestaltgewordene Einung im Bewusstsein erzeugt AND, ein ständiges Auf und Ab. Und das ist erweckt die aufgespannte Existenz in deinem Geist. Und dann kommt die Wanderung, die man natürlich jetzt so sehen, dass das doppelt aufgespannte AND, das passiert, wenn du dich jetzt hier hochspiegelst, was ja jede, alle Facetten sind ja immer gleichzeitig da. Das ist ungefähr so, wenn ich jetzt so sage, du denkst jetzt das Internet oder unser Bücherregal, sind alle Bücher, alle Seiten, alle Worte gleichzeitig da. Aber an deiner Projektionswand, jetzt können wir durch das hebräische Wort Wand noch mit anschauen, da gibt es mehrere Wörter, du kommst aus diesem System nicht raus. Das waren jetzt nur die Metastasen, was natürlich ganz interessant ist, dass man hier jetzt erst einmal von einem Tumor spricht. Schau mal, der Tumor. Wo das herkommt, das sind logische Wellen, die du aufschmeißt. Mhm. Stimmt oder stimmt? Darum nennt man im Sinn, schau mal her, S-I-N-N, wir wissen, was Sinn ist, ich erkläre es nicht nochmal, sind Schwellungen des Volumens, dieses kreisende, aber dennoch bistabil aufgespannte Licht. Mhm. Nochmal, das Licht deines Intellekts, Li, heißt zu mir. Was kommt zu dir? Chat-D. Zu mir kommt Schrecken, Erschrecken, Schinner, logisch berechnete Ecken. Und die kriegst du dann zu sehen. S-E-N, wieder eins machen. In dem Moment, wo du in Schrecken versetzt wirst, das ist Licht. L-I-Chat-D. Ja. Das Licht meines Intellekts erzeugt diese Schrecken, wenn mein Intellekt nicht vollkommen ist. Dann werde ich zerbrochen. ZR heißt zu Form werden auf Hebräisch, BR heißt das Äußere. Mhm. Dann bin ich Fahrt 2F, zwei Facetten, die jetzt hochgehoben werden und so eine Spiegelung werden. Ja, genau. Das Ganze verwirrt mich, ich irre. Da steckt das Wort Irren mit drin. Mhm. Das Ganze kommt an deine Planeten. Das Wort Planet heißt Blindgänger. Plani, das griechische Wort, die Planeten. Da außen dreht sich nichts um dich herum. Mhm. Wobei, ach, P brauche ich, sorry, soll ich wieder. Jetzt so. Ich muss es löschen. Danke. Wenn du ganz verrückt. Bella, machen wir den Plan. Was ist der Plan? Der Mensch lebt immer nach dem eigenen Plan. Und die Planeten sind Erläufer. Mhm. Verführen und täuschen.
Was dich verführt und täuscht, ist das Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher. Was dich täuscht in dem, was schön ist, ist das, die Meinung, in die du nachäffst. Es ist halt einfach eine Affinität, ein Nachäffen. Jetzt schauen wir mal, was die Affinität ausmacht. Die Affinität, Affinitas von der Schwägerschaft. Der Schwager, da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen, was wir uns anschauen, ist ganz kurz die Mathematik. Mhm. Und eventuell die Biochemie oder die Chemie können wir uns anschauen oder die Philosophie. Da ist jeder Teil ist richtig wichtig in der Affinität, in der Mathematik. Pass auf, in der Geometrie bezeichnet man eine Affinität, eine Struktur. Mhm. Struktur, denk an Struktur und Ausstreuen in eine Reihe. Tue es, heißt Reihe. Mhm. Einer bijektiven Abbildung. Das ist natürlich schon wieder ein geiles Wort. Was ist eine bijektive Abbildung? Schau, ich sage immer wieder, Aleph ist 1, Bet ist 2, Gamma, C ist 3. Das heißt, du ordnest zu. 1 ist der Schöpfer, 2, die Polarität ist die Schöpfung, 3 ist dann die Synthese. Wir können natürlich die Reihe auch 4 Spiegel machen. Eine Bijektive in einem affinen Raum. Die Affinität ist immer wieder unser eigentlicher Kopf, der Schöpfergottes erzeugt eine Vorstellung und ein Hinten. Vorm Spiegel, hinterm Spiegel nenne ich das. Vorm Spiegel, F ist gleich V, ist die Form, die du erlebst, ist mhm. aber hintern, ist in dir drin, das ist hinterm Spiegel. Häufig auf der Zeichenebene, auf der Ebene der Zeichen, schau dir das an. Jetzt kommen wir langsam in unser System. Die schiebe ich jetzt übereinander, dann kriegst du den Tetraederspiegel. Das ist bloß anders dargestellt. Ja. Oder das 3D-Rei, 4 Spiegel. Dimensio, die Öffnung deines Intellekts, ist Denken. Ion ist in Bewegung gesetztes Sein im Nichts des dreidimensionalen Anschauungsraums. Das ist deine Traumwelt, die auf dich selbst zurückgespiegelt wird. Weil du in der Tetraederspiegelstruktur hängst. Ich mache jetzt nicht nochmal die letzte Schrift der vorhergehenden Selbstgespräche auf. Steht doch alles da, oder? Ja. Der Begriff umfasst die verallgemeinert den Begriff der Ähnlichkeit. Kannst du so ahnen, was ich dir sage? Mhm. Bei der zusätzlich die Verhältnisse beliebiger SDR-Eckenlängen. SDR ist das Geheimnis und Widerlegen. In Winkeln, in Blickwinkeln und Winkeltreue erhalten bleiben. Da gibt es dann Winkelverzerrungen, das nennt man dann die affinen Abbildungen. Die Bijektion, das ist jedes dieser Worte ist selbsterklärend. Das heißt, die Punkte und Geraden des Raums auf Punkte und Geraden Unterhaltung. Linear Algebra, du merkst es, das ist so unendlich zerdacht. Und dann haben wir hier noch Lateinisch, auch wenn jetzt, man glaubt früher, dass Stoffe, die miteinander reagieren, eine Art Verwandtschaft zueinander haben müssen. Ich sage immer wieder, gleich und gleich gesellt sich gern. Affen sind gern mit Affen zusammen, Geister sind gern mit Geister zusammen. Mit wem bist du lieber zusammen? Mit einer normalen Familie oder mit mir? Mit dir. Das ist die große Frage. Deswegen muss man die anderen nicht weniger lieb haben. Mhm. Ich würde jetzt jedes Wort ist ein 400 Seiten Buch. Mir geht es, dass du eine Ahnung kriegst, dass letztendlich hier alles, was da ist, ist richtig. Diese Bindungsaffinität, bin du, ich bin du. Was ist bin du? Bin du ist schlichtweg und einfach. Ach, da müsste ich jetzt ins Ding gehen. Ja. Im Sanskrit. Yoga Vidya vielleicht. Ja, will ich ja gerade hersuchen. Mhm. Mhm. Fragen? Bindu. Punkt. Ja. Zeichen der Null. Das ist der Samen. Der göttliche Samen befindet sich in dem Punkt. Ich nenne es auch gern Internet.
Ja. Das ist der Punkt, wo man sich auf die Stirn malt, ins Zentrum der Stirn dieser Fläche. Alles, alle Religionen, ich sage nochmal, alle Religionen, alles fällt in einem Punkt zusammen. Des Homos übrigens dann beim Homo, weil wir ja gerade den Hetero gehabt haben, ist gemeinsam gleich ähnlich. Wenn du ein Adam bist, wenn du ein Homo bist, heißt das definitiv ich und meine Gedanken. Der Denker und das Ausgedachte sind wie eine Spiegelung. Denker, wie erweckt. DN, geöffnete Existenz, wie erweckt, wird zum Ausgedachten. Mann und Frau ist ein Mensch, Seger wie Nikaba, Denker und Ausgedachtes. Das ist diese Symbolik im Hintergrund. Also wir haben jetzt hier den Tumor, da haben wir jetzt schon die Schwellung und dann ist es so schön, die mache ich jetzt gleich einmal weg, dass wir da nicht nochmal reinfahren. Und dann gibt es natürlich hier, spricht mir hier von einem Teratom, wenn du das magst, im Eierstock Hautgewebe. Die Mediziner wissen das. Da haben wir schon das Atom eigentlich, das Unteilbare. Wir können natürlich auch in der Reihe, die aufgeschmissen wird, ist unser Om. Das haben wir gerade im Bindu gehabt, wenn du aufpasst hast. Das Zeichen des Oms. Aum, das Zentrum. Das nennt sich ein Shin-R, ein logisch berechnetes Eckbild. Interessant, im Kind. Ein logisch berechnetes Eck im Kind. Mhm. Das eigentlich unteilbar ist mit dem, der es sich ausdenkt. In dieser Reihe, DR, gespiegelt erweckt. Mhm. Du bist dabei, ich gehe jetzt nicht immer wieder rein, muss immer wieder rückübersetzen. Und ich kann immer wieder nur sagen, das Ganze, dieses Schreckbild nennen wir jetzt auch ein Monster. Aber da haben wir schon das Geheimnis von Mahn. Von was sollen wir leben? Es ist nichts Negatives. Es gibt nichts, was nur negativ wäre. Hier im Sinne von Ähneln, demnach Monstrosität. Hast du das Wort Monster bloß wieder negativ? Zu Anfang, ja. Das ist das große Problem. Und das Ganze ist jetzt eine Wundergeschwulst. Das ist das was Negatives? Wunder sind doch was Schönes. Ja, stimmt. Ja. Das ist eine pluripotente. Das ist jetzt, kommen wir in die Stammzellen, Zellen, immer dran denken, Zelle heißt aus Schatten, ZL, das hast du mal die Geburt von was Hochgehobenes, das ist immer das Spiel, wie man mit die Vokale spielt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ZL nur die Konsonanten schreibe, weil wir uns das an den Konsonanten erregieren, kriegen wir zuerst einmal hier eine junge Schlange, einen Schatten. Wieso ist ein Schatten eine junge Schlange? Weil du nämlich aus diesen Plus-Minus Denker ausgedachtest, machst du eine chronologische Schlängelung? Oh. Ja. Das ist die Schlange, ist der Schattenwurf zwischen unserem Einheitskreis, zwischen dem Plus und dem Minus. Was übrigens auch wert wäre, dass wir darauf eingehen, wenn wir mal die Sinusfunktionen anschauen. Beim Sinus ist der höchste Punkt Sinus 1, das ist kein raumzeitlicher Wert. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Sinus, wenn du mal das kleine Bild unten anschaust, wir beginnen ja praktisch hier als Nullpunkt. Ich mag es von deiner Seite gesehen, dass du jetzt das vor dir hast. Mhm. Das ist bei dir 3. Ich sage immer, nimm das Zimmerblatt mit 12, dass wir es in 12 einteilen. Mhm. Können wir auch in 24 Stunden einteilen. Aber ich bleibe immer gern, dann haben wir die Reihe. Die Öffnung des Spiegels führt dich dann irgendwann einmal hoch auf 12 Uhr. Ja. Da steht 1, 2 schon da. Mhm. Das ist ab, aufblühen. Mhm. Okay, und dann gehen wir ja wieder runter. Und dieses 1, der Vater, der aufblüht, ist ja einer, der jetzt 2 wird. Sobald du oben bist, entsteht automatisch gespiegeltes unten. Mhm. Weil wir nicht hochfahren und dann runterfahren, sondern wenn es hochfährt, fährt es auch runter. Mhm. Ich mache es jetzt einmal so, wenn wir kreisen. Mhm. Es muss ja, wenn der Berg auftaucht, im selben Moment der Tal entstehen, von der Nulllinie aus gesehen. Mhm. Und jetzt ist Sinus 1 ist keine raumzeitliche Größe, es geht bloß um Winkelfunktionen, die übrigens alle gleichzeitig da sind, wenn du nicht irgendeine spezielle dir herausdenkst. Wie sieht jetzt das aus, wenn ich ein Drittel Sinus mache? Dann gut, dann ist der ein Drittel oder 45,5 Sinus. Aber was jetzt der Witz ist, dann fängt man in der raumzeitlichen Logik an, dass der dann schneller sich dreht. Da dreht sich aber ja nichts. Das sind wieder Vorstellungen von raumzeitlich-chronologischen Abläufen, die aber immer gleichzeitig da sind. Als unser Teratom. Du merkst schon, da steckt wieder dasselbe mit drin, das machen wir auch weg. Die Mutation ist jetzt, die Mutationen sind mutare, verändern sich ständig, verändern und verwandeln. Aber das machst doch du von Augenblick zu Augenblick. Du mutierst von Augenblick zu Augenblick. Mhm. Jetzt pass auf, wichtig ist wieder unsere hebräische Vatersprache. Mhm.
Ich zitiere aus dem Barton Dödel: Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden, Gehwort, ein geistiges Wort, ein Geist, an dem doppelt aufgespannt oder an dem alles gleichzeitig ist, wenn du zu einem ewigen Geist geworden bist, wenn du ich geworden bist, dann wirst du von Augenblick zu Augenblick, nochmal AGN, die Konsonante Radix vom Augen sind polare Ecken. Das sind die Ecken, wo du reinschaust. Wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben. Mut, dazu braucht man unheimlichen Mut. SDR, raumzeitliche Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. Du mutierst von Augenblick zu Augenblick, weil sich von Augenblick zu Augenblick deine Information verändert. Du wirst von Augenblick zu Augenblick mutieren, du wirst dich ständig verändern, ohne dass du dich selbst in irgendeiner Form veränderst, weil du immer derselbe Geist bist. Ja. Dass man dieses Erbgut, ich erinnere nochmal, die Quintessenz ist gut, nur die Quintessenz. Es beginnt nämlich geistreich zu denken im Sinne der Philosophie. Der Liebe zur Weisheit, und schau mal, das Sof ist Sub. Ein Sub, der Anfang, das ist diese Eins. Wir haben ein Sub und ein Subor. Ein Subor ist Aur. Das ist das Licht. Und das Ganze erzeugt jetzt ein Volumen. Und damit kriegst du dann dein Tageslicht. Okay, könnt ihr ungefähr folgen? Seid ihr noch dabei? Ja. Und dieses geistreiche Denken im Sinne der Philosophie ist dein Erbgut. Ich wollte es nur bei dem Gut. Aber Erb ist Abend. Sagst du mal das Wort, das heißt, wir haben hier zwei Radixen. Wir haben zum einen haben wir das Erwecken, R, und Reb heißt Vielheit, Majorität. Die berechnete Polarität. Schau, du hast jetzt den Chef, den Meisten, die Fülle, den Fürst, das Geschoss, die Größe, die Mehrzahl, der Boss, die Mehrheit, die Mehrzahl, der Oberste, der Obere, jetzt die Vielfalt, die Vielzahl, Reichet, reichlich, reichlich, vielfältig, viel sein. Das ist das Erwecken von unendlich vielen Sachen, die gleichzeitig da sind. Das ist Erb. Okay? Und darum heißt es Abend. Es ist Abend und es ist Morgen. Der schöpferische Sohn öffnet. Du kannst auch das Aufblühen lesen. Das Aufblühen, da haben wir wieder unser A-N-D-E-N-D. Darum, Ganze passiert, ist ein GM, fängt an sich zu mischen. Der Geist, wir zwei fangen an zum M, ist Gestalt geworden, Gestaltwerdung, vom Gestaltwerden. Das Ganze wiederum ist ein Gewebe, ein gewirktes Wir-Geist. GE-Quadrat ist Wir. Und wir werden jetzt KT. KT heißt wie erscheinend in eine Gruppe versetzt. Das Ganze nennt man auch Sekte. Das heißt, das Bewusstsein in einem Eck wird jetzt zu einem raumzeitlichen Eck, zu einem ausgedachten Eck. Wenn wir das übrigens spiegeln, kriegst du DK und dann kriegst du eine Entfernung festsetzen. Das ist jetzt ein raumzeitlich erscheinendes Ich und das ist die Entfernung zwischen zwei Ichen. Was sind diese zwei Ich? Das rote Ich und ein blaues Ich. Und du bist genau in der Mitte drin. Weil ein ausgedachtes rotes und ein blaues Ich muss ja von einem absolut roten Ich ausgedacht werden. Und die zwei sind nicht entfernt. Das fällt immer in diesen einen Punkt zusammen. Heftig, ne? Ja. Das ist die Mutation. Die Mutation ist schlichtweg und einfach, wenn du träumst. Du mutierst von Augenblick zu Augenblick und dann kriegst du von der Mutation in somatischen Zellen. Jetzt ist natürlich die Zelle auch etwas, wo man eingesperrt ist. Eine Schattengestalt. Interessant ist natürlich das Wort somatisch. Was ist es somatisch? Soma ist doch der Körper. Ist immer ein T-Ischen. Gespiegeltes Ischen heißt schlafen und alt werden, alternierend werden.
Somnus, aber im Griechischen, ist der Traum. Der T-Raum ist der Spiegelraum. T-Raum, Spiegelraum gewesen. Jetzt merkst du, da ist ja Physik im Hintergrund. Aber was nützt dir das? Dir, dir. Es nützt dir alles, wenn du weißt, dass dir nichts passieren kann. Und das, was hier insgesamt jetzt erklärt wird, wenn wir da jetzt weiterhören. Wissenschaftlern unterhalten, also Ärzte, Physiker, Chemiker, Biologen, Ingenieure. Später habe ich auch mehr mit Heilern. Aber mein größtes Wissen, das ich heute habe und auch so vertrete, ist eigentlich mein Wissen von sogenannten, im Englischen nennt man das Final Stage Survivor. Also Patienten, die nach Hause geschickt wurden zum Sterben, weil sie in einer sogenannten palliativen Situation waren, aber nicht gestorben sind. Das ist das Hammer-Prinzip. Vertrau auf Gott. Paracelsus lesen. Das Leben ist ein Test, wen du vertraust. Den Herrn Doktoris von den Universitäten oder Gott. Ich würde jetzt zu einem normalen Menschen nicht sagen, er soll nicht zum Arzt gehen. Übrigens, sehr interessant ist hier, wenn du mal dort die Mühe machst, die Kommentare zu lesen. Das sind alle, die da Beifall klatschen, dann sind fast überhaupt keine, die jetzt da negativ reden. Einer sagt so schön, diese Minus sind mit Sicherheit von Onkologen. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Themas. Wie reagierst du auf das in dem Augenblick, wo du selber ein Arzt bist? Wie reagierst du auf Selbstgespräche, wenn du selber Professor bist der Theologie? Wenn du dir einen Status, ein Ansehen erschaffen hast? Wenn du ein Kardinal bist oder Bischof bist? Wie reagierst du darauf? Du reagierst gar nicht, wenn du ich bist. Wenn du der bist, der du wirklich bist, schaust du nur, wie dein Programm reagiert. Und dann wirst du feststellen, dass dein Programm eigentlich das Problem ist, das Ego. Menschen habe ich unglaublich viel gelernt. Ich habe mit mehr als 10.000 solcher Menschen in den letzten Jahren gesprochen. Nicht nur in Deutschland natürlich, sondern auf der ganzen Welt. Und jetzt lassen Sie uns mal diese Mythen anschauen, die da immer in der Onkologie als Wissenschaft verkauft werden. Immer dran denken, der Mythos ist eine Erzählung. Das, was du wächst, was du in dir erwächst, ist das mal eine Zahlenstruktur, von der du nichts weißt. Übrigens auch jetzt, wenn du dir das Video anschaust, hast du eine gewisse Vorstellung, wie der Computer funktioniert. Da bewegt sich aber nichts. Es gibt keine chronologischen Ablauf. Es gibt bloß einen ständigen Wechsel von aufblitzenden Einzelerscheinungen. Der wichtigste, für den nehme ich mir auch 10 Minuten mehr Zeit wie für die anderen, ist, wir kennen die Ursache von Krebs. Nämlich Krebs ist eine Mutation, also eine Veränderung unseres Zellkerns, unserer DNA, unserer Gene. Es ist all das ganze Zeug. Es ist Krebs, habe ich gerade erklärt, was es ist. Wenn du nochmal anschauen, wenn du das nicht merken kannst. Die DNA ist ja so unvorstellbar. Was löst das Wort DNA in dir aus? Das ist erst einmal, DNA ist ein Urteil. Immer in zweierradiges Denken, das ist ein Beraten, ein Richten, ein Urteil. Du richtest, du machst irgendwas, du weißt, du erschaffst was. Du bist auch der Richter, dien dann, das Diengesetz. Und in all ist die existierende Schöpfung. Jetzt sind zwei ja dann gelesen. Das ist aber total noch nicht gar gekocht. Unreif. Es ist raumzeitliches, geistloses, raumzeitlich nachgeäfftes Geschwätz. Das ist die DNA. Und das ist die Ursache von Krebs, ist eine Mutation. Das ist ein ständiges Sterben, es die Erben. Raumzeitliche Spiegelung in deiner Gedankenerbe. Ad Ionen, ad nochmal die erschaffene Erscheinung. Da kommt der Waff dazwischen, kriegen wir die Zeichen. Den Acker aufgraben, umwillen. Das ist da mit drin. Darum hast du es auch Spaten, ad. Das weibliche Du. Einfach mal AT eingeben, 1400. Stimmt es denn? Um das zu verstehen, muss man mal etwas zurückspringen. Das Ganze hat nämlich schon vor über 200 Jahren in jetzt London... Jetzt kommt das ganze nachgeplepperte Geschwätz. Das ist die größte Falle überhaupt. Weil du dann so glaubst, dass der, wer hat eigentlich die Wassermoleküle entdeckt, wer hat eigentlich das Periodensystem entdeckt, wie die Atome aufgebaut sind. Und wenn du das liest und dir ein bisschen mit einem Hauch von Geist Gedanken machst, dann wirst du feststellen, das kann gar nicht so gewesen sein. Mir fällt jetzt spontan wieder ein, wann wurde eigentlich das erste Mal ungefähr grob berechnet, was für einen Umfang die Erdkugel hat. 250 Jahre vor Christus. Und dann wird ein Erklärungsmodell angegeben, das, wenn du das durchdenkst, zwar richtig erscheint, aber es wird immer ein wesentlicher Parameter weggelassen, dass das gar nicht so sein kann. Es kann damals gar nicht so gewesen sein. Das führt mich jetzt, ich mache das einmal aus, ich glaube, das reicht.
Ich mache da mal eine schöne zum Tigerkäfig-Beispiel. Habt ihr mein Bild wieder? Ja. Es ist, dass du ständig konstruierst. Es wird deine Logik versucht, zwanghaft, die Gefängniswörter, wie ich das nenne, in den Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der noch keine ureigenste Meinung hat. Ur ist Or, ist eine Licht, eine eigene Licht, eine wirkliche Meinung. Mhm. Die Meinung von dem wirklichen Licht, was die Ursache ist, das ist dein eigener Geist. Mhm. Es ist deine Meinung, ist eine Anderung. Es ist die Meinung deiner Lehrer und Erzieher. Das heißt, im Anfang ist zuerst einmal das Programm im Computer, im Rechnungsführer, und das erzeugt die Bilder auf dem Bildschirm. Bilet R heißt im Kind erweckt. Hebraisiert, tausendfach erzählt. Mhm. Im Anfang ist es Programm. Mhm. Jetzt ist natürlich immer wieder die Sätze mein Tigerkäfig-Beispiel. Das kann ich runter reduzieren, wenn man das nicht kennt. Ganz, ganz einfach. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Glaube GL. Mhm. Dein Gehirnlicht wirft Wellen auf, das hebräische Wort für Welle, und das ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, wo du immer nur heterosexuell eine Seite anschaust. H-Ed. Immer dran denken, jeder. Nur eine Seite von beiden. Nein. Es wird nur eine Seite intronisiert davon. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Nein, du bist kein Trockennasenaffenmännchen und keine Trockennasenaffenfrau. Du bist der Geist, der sich beide ausdenkt. So viel zum Thema Heterosexualität. Hat auch mehrere Seiten. Ist jetzt das gut oder ist das schlecht? Mhm. Homo ist wesentlich besser, weil das ist ja gleich. Darum sage ich, unter uns immer, wahre Männer, wahre Liebe gibt es nur. Wirkliche Liebe gibt es nur unter Männern, unter Geistern. Mhm. Heteroliebe ist aber auch wichtig, weil das ist Verbinden. Es geht um das Verbinden von Mann und Frau, von Plus und Minus. Das führt zu einem Orgasmus. Orgastisch. Jetzt müssen wir die Wörter wieder anschauen, und was die Wörter lösen in dir was aus. Und jetzt solltest du zumindest ahnen, dass das, was du bei einem Wort, das du hörst oder siehst, denkst, ein Nichts ist. Das ist ungefähr immer mein Kabel, mein Autobeispiel. Ich gebe dir einen Kabelstecker und du sagst, das ist ein Auto. Ich sehe auf der Straße eine Marlboro-Schachtel liegen und ich sage, das ist eine Stadt. In dem Augenblick ist dieses Bild, das ich in mir habe, eine winzige Facette als Bild, beillet im Kind erweckt, von dem Wort, was ich Stadt nenne. Aber der Stadt ist doch wesentlich mehr. Genau. Habe ich so gesagt, selbst die Zeit, wenn man jetzt nur die Bilder, wenn du durch die Stadt gehst oder in die Wohnungen reingehst, in die Schubläden reinschaust, in den Häusern, all das sind Bilder, die aus dieser Stadt entspringen. Aber jetzt bringen wir die Zeit noch im Spiel, dass ich jetzt ja auch wie hier dieselbe Stadt vor 100 Jahren denken kann, dann sind plötzlich im Filmfällen komplett andere Bilder da. Gehört auch zu der Stadt, weil ja Stadt ist ja nichts, was jetzt nur im Jahr so und so existiert. Mhm. Es ist eine ständige Mutation. Mhm. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du Mensch jetzt, als Mensch betrachtet, während du dieses Leben durchlebst, eine ständige Mutation, eine Veränderung erläufst, auch in Bezug auf deinen Körper, vom Säugling bis zum Greis? Und was macht die Schulmedizin, wenn sie irgendwas findet, was sie nicht fangen kann? Sie fängt an, das zu bestrahlen und rauszureißen. Das ist wie wenn du aus einem Buch ein paar Seiten rausreißen willst. Ja. Was aber der Witz ist, was denen nie gelingen wird, dass sie einen ausgedachten Trockennasenaffen als Ding an sich am Leben erhalten können. Le Pen heißt eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Ein menschlicher Körper, den du jetzt denkst, ist eine Gedankenwelt, die schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht mehr denkst. Holofeeling ist absolut anders. Mhm. Wie alles, was dir Theologie, Philosophie und so weiter erzählt. Und du bist der Einzige, der das verstehen kann. Niemals irgendein Gedanke von dir. Mhm. Du kannst nur immer mit den Entsetzen feststellen, wie massiv du noch von deinem eigenen Ego, von diesem Schwamminhalt, von diesem extrem fehlerhaften Intellekt manipuliert wirst. Und darum betone ich auch immer wieder, mir gehen in meiner derben Sprache die Trockennasenaffen, die du dir ausdenkst, vollkommen am Arsch vorbei. Am besten geht es meinen Heuger, wenn ich ihn nicht denke. Ein größeres Problem ist, wenn ich jetzt das Heuger-Programm laufen habe und ich glaube, ich bin der Heuger. Oder ich bin der, der jetzt vom Computer sitzt, weil ich jetzt an mich denke. Der ist mein Problem. In dem Augenblick ist das Problem das Vorgelegte, was ich mir selber vorlege. Ich denke mir jetzt an Gedanken, den ich nenne.
und versuche, den möglichst lang am Leben zu erhalten. Was aber so hochgradig schizophren ist, wenn ich Geist bin, fällt mir auf, der Körper ist doch schon wieder weg, wenn ich nicht dran denke. Ich muss irgendwann einmal wirklich verstehen, was in meinem Leben immer ist. Ja, ich. Aber ich bin ja dann was, was gar nicht existieren kann. Existere, Tier. Das herausgetretene Tier, der Affe, den du ab und zu denkst, der bist du nicht. Das ist ein Gedanke wie jeder andere Gedanke auch. Das bedeutet Holophilie. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Es ist immer wieder ein Akt der Reife und du musst dich jetzt nicht verrückt machen, du kleiner Geist. Wenn du sagst, da komme ich nie mit, das lerne ich nie, das sage ich jedes Mal. Du hast so unendlich viele Zeit, du hast noch so viele Leben, die du leben darfst, wo du das lernst. Und die machen alle Spaß wie Filme in einer Videothek. Du musst nur dabei wissen, wer du selbst bist und keinen Funken das am Leben erhalten wollen, was du jetzt bist. Es ist wie wenn du einen Gedanken versuchst, am Leben zu halten. Lass es einfach laufen, spiel deine Rolle weiter. Die Rolle ist das, die Peripherie, Peri um mich herum. Da ist ja das Tragen, Peripherie, wenn ich immer wieder sage. Der Luzifer. Luzi ist ja auch das Licht. Die Luzität. Das Tragen wiederum hast du aber wieder TR, hast du vorne das TR steht. Die erscheinenden Berechnungen, die gespiegelten Berechnungen. Wir wissen ja, das heißt Reihe, eine Spiegelwahrnehmung. Und es gibt nur diesen ersten Rai, Arai, den Kopf des Schöpfergottes. Und der sind wir, etwas Nicht-Existierendes. Und ich werde jetzt mal schauen, jetzt werde ich wieder ganz normal raumzeitlich, Holger, dass wir uns von der Helene, unserer heiligen Helene, die ist jetzt mittlerweile ist im Heiligungsprozess, dass wir uns diese Spiegel vom Toni holen. Der hat ganz toll mit doppelseitigen, halbbeschichteten Spiegeln. Und dann werde ich dann nochmal ganz tief, was ich immer wieder anspreche, wo man meint, man hat es begriffen. Es ist reine Anmaßung. Ich habe in einem der Bücher der Offenbarungsschriften habe ich das Ameisenbeispiel. Das lasse ich jetzt dann zum Abschluss. Das Ameisenbeispiel ist, du stellst dir einfach Folgendes vor. Du bist jetzt ein Mensch, ganz normal als Körper, als Affe, deine klassische Vorstellung von einem Menschen, ein menschlicher Körper. Und dir muss eins klar sein. Wenn ich jetzt, denke mal folgenden Zustand, wir lassen deinen ganzen Intellekt, dein ganzes Wissen, das du in dir trägst, das du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, den lassen wir vollkommen gleich. Das Einzige, was ich mache, ich verändere jetzt deinen Körper, ich mache Schnipp und dann befindet sich exakt du, also dieses Wissen befindet sich im Körper einer Ameise. Das heißt, du bist immer noch dasselbe Ich, aber du schaust plötzlich, wenn du an deinen Körper denkst, aus diesen Ameisenaugen raus und ich sage jetzt ganz definitiv, eine Ameise, rein körperlich gesehen, bist du jetzt als Mensch ein Vieltausendfaches an Gewicht, an Volumen, wie eine Ameise. Und genauso denken wir uns jetzt einmal, ist es mit dem Intellekt. Das heißt, dass das Wissen einer Ameise im Vergleich zu deinem Wissen ein absolutes Nichts ist. Aber ich stecke dich jetzt in diesen Ameisenkörper rein und dann gehst du in einen Ameisenbau rein. Was nützt dir das Wissen? Das heißt, du wirst jetzt feststellen, obwohl du so unvorstellbar mehr Wissen in dir trägst, wie die Ameisen, die anderen Organisten um dich herum, wirst du in dem Moment, sagst du mal, der Dümmste sein, weil du von dem Ameisenwissen überhaupt nichts weißt. Das ist zwar auch in dir drin, aber das ist so tief, so winzig, dass du da schon längst herausgewachsen bist als Mensch. Insekten sind Ameisen. In welcher Gruppierung du bist, eine Sektion, in welcher Sekte du bist, in welcher Gruppe kann man das auch blau lesen, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Man maßt sich an, dieses Nichts von Wissen schon absolut zu setzen. Ich bin Onkologe, ich bin Theologieprofessor, ich bin Physikprofessor. Es ist so unendlich lächerlich mit dem, was ich dich mit Holophilien konzentriere. Auf jeden Fall, du bist jetzt in dem Ameisenhaufen, du bist der Dümmste, du musst dir jetzt erst einmal wieder bewusst machen, wie funktioniert es da drinnen eigentlich? Weil du ja hier, ich sage mal, Darwinistisch vor Jahrmillionen aus diesen Art von Lebewesen dich schon hoch und weiterentwickelt hast. So, und wenn du das jetzt einmal auf dich wirken lässt, dann weißt du, wie ich mich als Brüssel Udo in einem Traum empfinde. Das ist immer, dass ich sage, das ist keine Vorstellung, wie unendlich klein ich mich jetzt mache, indem ich dich dazu benutze, mich als Udo auszudenken. Ich bin ja nur eine Figur in deinem Traum.
um dir erklären zu können, was du eigentlich bist, nämlich ich. Das lass einmal auf dich wirken. Und glaub mir, nichts ist wichtiger und ist mir mehr ernst, wie dass du das verstehst. Und so wie die Weisheit selektives Wissen um göttliche Welten überragt, überragt meine Liebe zu dir die Liebe, die du bisher Liebe genannt hast. In Bezug auf deine Menschheit, wenn die von Liebe sprechen. Liebe ist absolute Vergebung, ist Verzeihen, ist nicht Schuldzuweisung. Ich nehme alle Schuld auf mich. Und du musst jetzt das nochmal ich hören, dass du diesen Satz, ich werde nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfen, dass er so ist, wie er in mir in Erscheinung tritt. Ich werfe auch mir als jetzt bewusst symbolisch gesetzten Träumen in den Geist nicht vor, dass ich das jetzt träume, weil ich kann es mir ja nicht raussuchen. Und ich sage, der, der die Fäden in den Hand hält, der wird sich bei meinem momentanen Traum wirklich was gedacht haben, weil er mich ausbilden will, weil er mir was beibringen will. Auch wenn ich das noch nicht verstehe. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, wenn ich das einmal verstanden habe, werde ich verstehen, dass alles, was jetzt in mir abläuft, meine Reizauslöser und meine zwanghaften Reaktionen aufgrund meines fehlerhaften Programms, alles extrem wichtig sind für diesen Lernprozess. Mhm. Lass es gut sein. Tschüss. Tschüss.